meine liebe Filmstar-Community, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal als Filmstar. Ich wurde letztens gefragt, ob ich euch mal erklären kann, was ich mit zum Wettkampf nehme. Das mache ich heute. Und wofür ich diesen Haufen Badekappen brauche, 12 Liter Apfelsaft und tausende Quetschen, erfahrt ihr nach dem Intro. Also bleibt dran! Ich erkläre euch jetzt, wofür das alles hier ist. Dazu habe ich hier eine super vorbereitete Liste. Da steht alles drauf. Wir haben drei verschiedene Spalten. Klamotten, Equipment und Essen und dann elektromäßige Sachen. Und das gehen wir jetzt zusammen alles durch. Klamotten beginnt mit der Einschwimmhose. Mit der Einschwimmhose habe ich einmal die hier, die mag ich. Die hier, die mag ich. Die hier, die mag ich. Ja, das sind meine Einschwimmhosen. Ab in den Rucksack. Dann haben wir die Carbonhose lila. Die hier, das ist eine Carbon Air. Also eine eingestreifte. Das heißt, die hat nur eine Art von Streifen. Die kann man zum Beispiel bei längeren Distanzen wie 800 oder 1500 Meter anziehen. Oder wenn ich Brust schwimme. Dazu haben wir noch die Carbon Flex, das ist meine türkise Hose. Die ist zweigestreift, das heißt, die hat so ein Quadrat, Raster, Muster. Die kann man für etwas kürzere Strecken anziehen und nicht für Brust, da es zu eng wird. Ja, dann haben wir die Schwimmbrille fürs Einschwimmen. Das ist die hier, das ist eine lilane Speedo-Brille. Die habe ich auch normalerweise im Training an. Sitzt gut, ist schon ein bisschen älter und ein bisschen verkratzt. Hier, das ist eine Swipe and Go von Arena. Das System dahinter finde ich cool, weil da swipest du so mit dem Finger hinter dem Glas, wenn deine Hände nass sind. Und dann wird die Anti-Frog-Schicht, heißt das, also die Schicht, dass das Glas nicht beschlägt, wieder erneuert mit jedem Mal, wie du wieder drinnen rumwischst. Das heißt, die beschlägt endlich mal nicht. Dann haben wir noch das hier. Da kommen die Brillen dann rein. Hier könnte auch eine Badekappe rein. Aber dazu kommen wir gleich zu den Badekappen. Hier kommen dann die Brillen rein. Passt leider nicht so ganz. Das heißt, ich nehme dann von jeder Farbe eins mit. Dann habe ich jetzt von jeder Farbe eine eingepackt. Kommt die zu den eingepackten Sachen. Dann nochmal ein Handtuch, das kommt auch dahin. Dann haben wir Sportkleidung, was nicht gerade wenig ist. Ja, da haben wir alles dabei. Eine kurze Hose, ein T-Shirt, ein kurzes, eine lange Hose, noch ein kurzes T-Shirt, eine lange Hose, noch eine kurze Hose, noch ein Hoodie. Dabei, also alles, was man braucht, ist dabei. Und damit man halt immer vorbereitet ist, die kurzen Sachen ziehe ich meistens in der Halle an, wo dann auch Verein mit drauf geht, damit man halt so einheitlich rumläuft. Und ja, die langen Sachen ziehe ich eher an, wenn ich halt draußen rumlaufe oder mich draußen aufwärme. Jetzt kommen wir zur Spalte Equipment und Essen. Die Spalte beginnt mit der Faszienrolle, das heißt, da rollt man sich drüber, dann macht es knack, knack, knack im Rücken und dann tut er nicht mehr so weh. Dann wird er nämlich so eine Art länger und ist wieder in seiner natürlichen Form. Ja, die packen wir auch ein. Als nächstes haben wir unseren Golfball. Damit können wir Trigger Points machen. Falls ihr nicht wisst, was das ist, guckt euch gerne mein Trigger Point Video an. Ist verlinkt. Ja, da wird mehr erklärt, wofür man einen Golfball braucht und was ein Trigger Point ist. Dann das Meldeergebnis brauchen wir. Da steht drin, wann ich schwimme, was ich schwimme. Das habe ich hier gerade nicht liegen, das ist unten. Dann ein Stift, um abzuhaken und hinterzuschreiben, welche Zeit ich hatte. Als nächstes meine Kopfhörer. Da habe ich Over-Ear-Kopfhörer. Kennt jeder? Diese 0815 Over-Ear-Kopfhörer.
ihr Kopfhörer, die hier sind Beats in Gold. Ja. Und natürlich funktionieren die nicht ohne ein Handy. Auf dem Handy mache ich dann Musik an. Meistens Musik, die halt etwas basslastiger und aufpushender ist, damit ich dann halt auch in Stimmung komme und mich fokussieren kann und mich auf meinen Wettkampf konzentrieren kann. Dann packen wir die zwei Sachen auch schon mal weg. Dann haben wir noch die Kamera, mit der gerade gefilmt wird. Eine Lumix FZ300 und ein Rode Mikrofon. Ich weiß gerade nicht welches. Dann steht hier noch Nudeln drauf. Nudeln gibt es aber nicht, da der Wettkampf erst in 2 Tagen ist. Deswegen habe ich das alles dabei. Als nächster Punkt Riegel. 6 Riegel. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Quetschen. Da sind Kohlenhydrate drin. Da ist Zucker drin. Das heißt, alles was man braucht, um schnelle Leistung abzurufen und das so halt quetschen ist, ist es schnell verdaubar und der Magen muss halt nicht so viel arbeiten, wie wenn man jetzt ein Schnitzel isst, was vielleicht den gleichen Kohlenhydrategehalt hat, aber ein Schnitzel ist schwerer verdaubar. Dann haben wir Reiswaffeln. Dann haben wir noch 4 Packungen Apfelsaft. Man könnte auch Wasser nehmen. Nehme ich auch noch mit. Dann haben wir hier noch Tabletten. Das sind so Power-Tabs. Die tut man dann halt in Wasser, dann lösen sie sich auf und dann trinkt man das. Und ja, dann haben wir als letztes noch eine Quetsche vergessen. Und so, jeder kennt so Dextro halt, so Traubenzucker, was so halt schnell ins Blut geht. Kennt jeder eigentlich. Als nächstes steht da Campingstühle. Die Campingstühle habe ich jetzt nicht hierher geholt. Aber es ist auch bei vielen Wettkämpfen so, dass die halt nicht erlaubt sind, weil ein Campingstuhl nimmt halt viel Platz weg und manche Schwimmbäder haben halt riesige Tribünen und dann wäre das ja doppelt gemoppelt, wenn man auf einer Tribüne sitzt mit einem Campingstuhl und das nimmt dann halt wieder unnötig Platz weg. Also sind die wirklich bei manchen Wettkämpfen verboten. Dann haben wir jetzt noch als letztes den Rucksack. Da habe ich meine Fächer. Das war's dann eigentlich. Ich muss halt nur noch selber darauf achten, dass meine Kamera geladen ist, dass mein Mikrofon geladen ist, dass mein Handy geladen ist, dass meine Kopfhörer geladen sind und dass ich genug Musik habe. Hoffe, ich konnte euch einiges näher bringen, wofür ich was brauche. Freut euch auf meinen ersten richtigen Wettkampf mit anderen aus anderen Vereinen in Aalen nächste Woche. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert mich, um nichts mehr zu verpassen. Und aktiviert die Glocke, um immer eine Benachrichtigung zu erhalten. Bis zum nächsten Mal, euer Swimster. Ciao.